Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Raspberry Pi Coda installieren. Google hat vor wenigen Tagen Coda für Raspberry Pi vorgestellt. Damit soll jeder Besitzer eines Raspberry Pi die Möglichkeit bekommen, sich selbst die Grundlagen von HTML, JavaScript und CSS beizubringen. Google verspricht, dass die ganze Sache super einfach aufzusetzen ist und man überhaupt keine weiteren Kenntnisse braucht. Coda herunterladen. Zunächst einmal brauchen wir natürlich das Abbild von Coda. Das gibt es auf dieser Website. Und die fette Download Coda Schaltfläche sollte Hinweis genug sein. Der Download hier im Verzeichnis Test ist eine ZIP-Datei und ca. 1,1 GB groß. Ausgepackt hat das Ding dann 2,5 GB. Nach dem Einspielen wird man feststellen, dass es sich um ein angepasstes Raspbian handelt, das wiederum auf Debian basiert. Google sagt, dass man den mitgelieferten Installer verwenden soll. Finde ich wesentlich umständlicher, als das mit den üblichen Hausmitteln zu machen. Coda mit Linux installieren. Wenn du die SD-Karte einsteckst, meldet sich diese mittels /F/SDX, wobei das X mit dem entsprechenden Buchstaben abzuändern ist. Du kannst davon ausgehen, dass es in den seltensten Fällen /F/SDA ist. Hier handelt es sich in der Regel um deine Festplatte. Mittels lsblk oder df-h findest du schnell heraus, was deine SD-Karte für eine Bezeichnung hat. Hier ist es sdb-def-sdb. Das Abbild bügeln wir nun so auf die SD-Karte. Meine hat hier, wie schon gesagt, /def/sdb mit vorher noch ins richtige Verzeichnis gehen, CD Coda. Und hier ist jetzt das Image. Und nun eingeben SUDO, dann DD, BS gleich ein M, if ist gleich, dann kommt das Image, das ist hier WASP.img, dann off ist gleich und dann die SD-Karte, das ist hier /def/SDB. Das war's dann schon, der Vorgang kann etwas dauern. Noch Passwort eingeben und los geht's. Coda unter Windows installieren. Das ist auch nicht besonders schwer, denn dafür gibt es Win32 Disk Imager. Kostet nichts, gibt es bei sourceforge.net. Software starten, Abbild auswählen, SD-Karte auswählen und right-klicken und fertig. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.